Ich finde es im Gegensatz zu dir sehr aufregend, Piggy. Diese Krokodilsbriefmarke zum Beispiel. Ist sie nicht hübsch? Kitty, Kitty! Bleib da, Piggy! Das Krokodil sieht sehr gefährlich aus. Ach, sei doch nicht albern, Kermit. Es ist doch nur eine Abbildung auf einer Briefmarke. Fürchte dich nicht. Ich werde dich beschützen, Piggy. Schon gut, Piggy. Es klebt bloß an meinem Finger fest. Siehst du? Trotzdem finde ich immer noch, dass eure Briefmarkensammelei albern ist und furchtbar langweilig. Briefmarkenspaß. Hier, hör sofort auf damit. Entschuldigung. Also, ich finde Briefmarken sammeln eine Wucht. Seht euch die hier an. Das ist eine Briefmarke, mit der die Geburt des Weltraumzeitalters gefeiert wurde. Geht es uns denn heute Morgen, Fräulein Rakete? Wie? Oh, gut. Gut, danke. Oh, ich glaube, es ist soweit. Oh, da kommt es. Es ist ein Junge. Nein, es ist ein Mädchen. Nein, es ist... Bitteschön, da hätten wir eine stramme 10.000 Tonnen Baby-Startrakete. Unterschreiben Sie bitte. Natürlich, ja. Das Weltraumzeitalter ist geboren. Raumzeitalter. Ich hab dir schon mal gesagt, du sollst aufhören. Okay. Was ist das? Hey, habt ihr das gehört? Da ist jemand auf dem Speicher. Vielleicht ist der Nikolaus voriges Jahr im Schornstein stecken geblieben. Darum habe ich auch mein Buch 1000 tolle Witze, das ich mir gewünscht hatte, nicht gekriegt. Was? Ja, schon gut. Da ist ja mein Scherzkissen, das ich gesucht habe. Augenblick mal. Vielleicht ist ja ein großer, blauer, glubschäugiger Spinner auf dem Speicher mit einer langen Nase und feurigen Augen und... Du liebe Zeit, jetzt erschrickst du schon vor dir selber. Hey, jetzt gehen die Schritte dort hinüber. Kommt mit! Oh nein, es ist der schwarze Mann und er trägt Nannys Socken. Fossi, das ist Nanny. Das hab ich doch gewusst. Ich verstehe das einfach nicht. Ich weiß bestimmt, dass ich sie auf den Speicher getan habe. Schnell verschwindet! Na, ist hier auch alles in Ordnung? Ja, Nanny. Wir haben nur Briefmarken gesammelt. Ich liebe Briefmarken. Du nicht auch, Nanny? Was? Ja, sicher, Piggy. Ich hätte mir auch nicht vorstellen können, dass sie hier drin sind. Entschuldige, Nanny, suchst du was? Ja, ich dachte, ich hätte sie auf den Speicher gebracht. Aber das ist nun schon so lange her. Aber, wonach suchst du denn, Nanny? Vielleicht könnten wir dir beim Suchen helfen. Danke, Kinder. Aber ich habe schon überall gesucht. Ich glaube, sie sind einfach weg. Was ist weg? Ich war mir bis heute nicht darüber klar, wie unbezahlbar sie sind. Ja, das klingt, als hätte Nanny etwas wirklich Kostbares verloren. Ja, wie zum Beispiel einen Schatz. Vielleicht gibt sie uns ja die Hälfte davon ab, wenn wir ihn finden. Da sieht man mal wieder, wie egoistisch du bist, Gonzo.
Du hast ja recht, Piggy. Was sollte ich auch anfangen mit all den Perlenketten und Diamantenringen und Rubinarmbändern und Worauf warten wir noch? Wir müssen diesen Schatz unbedingt finden. Ich meine für Nanny natürlich. Aber wir wissen nicht, wo wir suchen sollen. Nanny hat gesagt, sie hätte ihn auf dem Speicher vermutet. Vielleicht hat sie nicht gründlich genug gesucht. Das heißt, wir würden ihn wahrscheinlich finden. Kommt mit, Leute! Wir müssen nichts weiter als die Speichertreppe raufsteigen und uns oben umsehen. Aber wir sind noch nie auf dem Speicher gewesen. Und ihr wisst genau, dass wir auch nicht raufgehen sollen. Aber wir helfen doch, Nanny. Und es ist eine Überraschung. Aber diese Stufen sehen schrecklich hoch aus. Ach was, wir müssen es einfach riskieren, Rolf. Für Nanny. Genau. Holen wir doch unsere Kletterausrüstung. Okay, habt ihr alles? Alles da. Ja, okay. Die haben. Na, sehr schön. Also, wir sind bereit, den Speicherberg zu besteigen. Sieh dir diesen Berg an. Ganz schön riesig. Gehen wir. Ich muss sagen, ich habe nie bemerkt, wie lang diese Treppe ist. Lasst nur, wir sind schon praktisch halb oben, Freunde. Oh nein! Wir haben solche Schneespinner. Brüll, brüll, brüll. Was machen wir jetzt? Piggy, meine Süße, ich, Gonzo Schwarzenegger, werde dieses Ungeheuer erledigen. Okay, du Fusselfritze, du hast es nicht anders gewollt. Hey, yes, ja, ja. Psst, hör mal, Tier, das muss ganz toll aussehen. Piggy soll sehr beeindruckt sein. Ja. Gut gemacht, Tier. Also, wenn sie jetzt nicht die Ohren anlegt, weiß ich ja nicht. Gonzo, komm, knüpf dein Seil daran fest. Dann ziehen wir dich hoch. Wird gemacht. Jetzt zieh. Dankeschön. Also dann weiter, Leute. Oh, wir haben es geschafft. Wir haben den Gipfel erreicht. Wir haben es geschafft, Gonzo. Ja, jetzt müssen wir nur noch diese gruselige Speichertür davon aufmachen. Na los, was ist, Curly? Mach die Tür auf. Und ihr meint, da drin ist es ungefährlich? Ich glaube nicht, dass wir vor was Angst haben müssen. Außer vor Geistern und Gespenstern. Geister! Ja! Quatsch, auf dem Speicher sind keine Gespenster, Fossi. Woher willst du das wissen? Warst du denn schon mal auf dem Speicher? Das nicht, aber... Da ist das Gespenst schon. Tier aufmachen, Tier aufmachen. Oh, Tier, bleib hier, nicht. Es ist ganz schön dunkel hier drin. Ja. Ach, da fällt mir ein, ich muss zurück ins Kinderzimmer. Ich glaube, ich habe vergessen, mein Pyjama abzustellen. Fossi, spinn nicht rum. Wenn wir jemals Nannys Schatz finden wollen, müssen wir doch jetzt anfangen, danach zu suchen, oder? Richtig. Und so gruselig ist es gar nicht hier drin. Glaube ich. Hey, schau mal. Also so richtig unheimlich ist es nicht. Schnell, 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 schnell!
kann nur hoffen, dass Nanny das nicht gehört hat. Was war das? Hä? Wow! Habt ihr auch gesehen, was ich gesehen habe? Wir machen Koko! Also Briefmarken sammeln ist jedenfalls halb so aufregend. Zu meinem aufgeschlagenen Knie? Nein, nein, ich meine, du hast den Schatz gefunden. Ach ja? Seht mal, eine Schatztruhe. Die wiegt mindestens eine Tonne. Oh, sie muss voller Diamanten und Juwelen sein. Aufmachen, aufmachen. Das klemmt, helft mir doch mal. Weg da! Hände weg von meinem Schatz! Ein Pirat? Aber was willst du denn? Das ist Nannys Schatz. Nanny? Ich kenne keinen Piraten, der Nanny heißt. Ach ja? Na, sie ist 100-mal härter als du, Termitenfuß. Sie hat nämlich 2 Holzbeine und Augenklappen über beiden Augen. Und dann hat sie... Eine wasserspeiende Minute mal. Ihr redet da doch nicht zufällig von gestreifte Socken, Nanny, oder? Kapitän der königlichen Fregatte Kinderzimmer? Ja, von der reden wir. Das ist dann was anderes. Nanny ist der böseste Pirat, der jemals auf den 7 Meeren gesegelt ist. Ach, tatsächlich? Also dann, Captain Holzbein zu euren Diensten. Wir haben nach gestreifte Socken Nannys Schatz gesucht, Captain Holzbein. Und das da ist gar nichts verglichen mit dem Schatz der ollen Nanny. Was? Und ich weiß auch genau, wo er zu holen ist. Du weißt das? Seht ihr, da wo das schwarze X ist. Na, worauf warten wir dann noch, Captain Holzkopf? Suchen wir doch das X. Ja, lass uns auf die Suche gehen. Hey, nur noch ein paar Schritte und uns winkt reiche Beute. Wir sind fast da, Freunde! Wo sind wir? Keine Ahnung. Geht mal da! Donnerwetter, ein Piratenschiff. Nannys Schatz muss an Bord sein. Irgendwas sagt mir, dass auf diesem Schiff mehr als nur der Schatz ist. Es hilft gar nicht. Wenn wir Nannys Schatz finden wollen, müssen wir das Schiff durchsuchen. Geht ihr mal ruhig suchen. Ich bleib hier und hör zu, wie meine Knie schlackern. Das würde dir so passen, Fossi. Wir bleiben zusammen, damit du es weißt. Schatz schon fast riechen. Ich glaube, der liegt direkt vor unserer Nase. Was habe ich euch gesagt? Wir haben Nannys Schatz gefunden. Wow! Also, ich möchte euch nicht den Spaß verderben, Freunde, aber ich glaube, wir haben mehr als einen Schatz gefunden. Was? So, was haben wir denn hier? Meuterer, die anderen die Schätze stehlen wollen. Wie? Weibliche Piraten? Wir sind keine Piraten. Wir sind Piraten. Captain Häkelnadel. Captain Schwarze Perücke. Und Captain Pipapurate. Ja und? Wir segeln mit gestreiften Socken, Nanny, mit der Kinderzimmerfregatte, damit ihr's wisst. Und das ist ihr Schatz. Ah, die alte Schaluppe könnte nicht mal ein Stück Seife quer über die Badewanne scheppern. So ist es. Und darum gehört dieser Schatz jetzt uns, Kinderchen. Ne? Und nachdem ihr ihn vergraben habt, dürft ihr gern für uns weiter segeln, anstatt für Captain Nanny. Na, was sagt ihr dazu, Babys? Wo sollen wir anfangen zu graben? Wir müssen uns was einfallen lassen, Leute. Sonst kriegen wir Nannys Schatz hier niemals raus. Ja, aber was denn nur? Schon gut. Überlasst nur alles, moi.
Excusez-moi. Habt ihr entzückenden Mädels denn nie daran gedacht, euer Glück im Showgeschäft zu versuchen? Showgeschäft? Ja, klar. Ihr wärt doch eine wunderbare Gesangs- und Tanznummer. Tatsächlich? Ja. Sängerinnen und Tänzerinnen. Ihr wärt über Nacht der Hit. Ja. Und nun, meine Damen und Herren, treten auf dem Achterdeck auf die drei Piraten. Yeah! Piraten müssen das, was jedes gehen. Planken schuppen, kreuzen vor dem Wind. Glaub nicht, dass wir Piraten ein leichtes Leben hätten, doch gerne handeln wir uns dieses Kanonen ein. Kanonen abfeuern! Piraten und nichts anderes wollen wir die sein. Die machen sich dünn. Ihr fragt, warum wir wie die Eltern stehen. Es macht uns Spaß, wir wollen es nicht verhehlen. Brächte man uns heute an Land, brecht uns das um den Verstand. Alles haut in der Verpressung. Die führen was im Schild. Piraten und nichts anderes Hallo, wollen wir Bart. Sein. Ahoi, ihr Mädels, was darf denn sein? Das ist unser Lied, du Knirps, misch dich nicht ein. Hiss die Flagge, kapp den Mast. Wir schieben beiseite, was uns nicht passt. Nehmt euch nach, nehmt euch vom Rätsel in Acht, ihr Zwicken. Wo bleibt eigentlich Moby Dick? Oh, ich glaube, ich werde seekrank. Wir ratten und nichts anderes wollen wir sein. Wir noch äußerst vorzugehen, wenn sie jetzt von uns auch nur die Beine sehen. Darum auf nach Hollywood, auch im Fernsehen täte es gut, wenn auch dort für alle angenehm. Drei Piraten das Kommando übernehmen. Ich? Und ich? Und ich? Toll! Sie sind ganz wild nach euch. Wir haben es euch schon gesagt, ihr werdet der Hit. Na, hat's immer noch nicht geklingelt? Naja, das ist ganz schön aufregend. Oh, stellt euch vor, wir werden berühmt. Wir packen unsere Koffer und sind gleich wieder da. Und dann entern wir den Broadway. Oh, oh. Ja! So, weg sind sie. Und was jetzt? Na, jetzt packen wir Nannys Schatz und verschwinden. Ja. Ja, gehen wir. Okay. Moment jetzt mal, ich verstehe gar nichts. Ich denke, wir wollten mit denen an den Broadway. Das war doch nur ein Trick, Fossi. Komm jetzt los. Ach so, ja, okay. Oh, Mädels, ich kann's kaum erwarten. Hättet ihr gedacht, dass aus uns noch einmal drei Stars werden? Oh, Broadway, Broadway, wir kommen. Hey, Freunde, ich hab eine Idee. Was für eine Idee? Also, wir haben gepackt, Kinder. Seht mal, der Schatz ist weg. Die kleinen Ratten müssen ihn mitgenommen haben. Die schnappen wir uns. Gut so, gut, lasst ihn runter. Vorsicht da unten. Da sind die widerwärtigen Belger! Jetzt aber nichts wie weg! Oh. Wir hauen ab! Schnell, lass das Beiboot runter! Rein mit euch! Rein, rein! Sie sind direkt hinter euch! Lauf so schnell, ihr könnt die Verholen und Vorsicht! Und lasst los, los, lasst! Das Schloss ist aufgegangen. Schieb das Zeug beiseite, damit wir sehen können, was drin ist. Das soll der Schatz sein? Irgendwelcher alter Kram ist das weiter nicht. Das kann doch nicht das sein, was Nanny gesucht hat, oder? Ach, ich weiß nicht, Kermit. Erwachsene können ziemlich komisch sein, wenn es um alten Kram geht. Hey, was ist denn das? Ach, nur ein alter Brief, auch nichts Tolles. Halt, halt, Augenblick mal.
mal, du, die Briefmarken müssen inzwischen 50 Jahre alt sein. Die passen prima in unsere Sammlung. Ich frag Nanny, ob wir sie behalten dürfen. Sucht weiter, Freunde. Wir können Nanny nicht enttäuschen. Genau, Kermit hat recht. Ja. Das wäre ja gelacht. So groß ist dieser Speicher doch nicht, dass wir diesen Schatz nicht... Oh, hast du dir wehgetan, Kermit? Komm, ich küsse dir deine Beulen, dann werden sie besser. Ach, lass mal gut sein, Piggy. Wir Frösche sollen ja Beulen haben, weißt du? Hey, da liegt ja was unter dem Brett. Was ist das? Ich glaube, warte, gleich hab ich's. Da ja, ich hab, da ist es. Donnerwetter, eine riesige Goldmünze. Die muss ja Zillionen wert sein. Was ist das für ein Lärm hier oben? Wir haben ihn gefunden, Danny, wir haben ihn gefunden. Was habt ihr gefunden? Na, den Schatz, den du vergeblich gesucht hast. Welchen Schatz? Hier ist er, Danny. Er hat unter einem Brett im Fußboden gesteckt. Unbezahlbar, genau wie du gesagt hast. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Machst du so, wie ich's mache, Nanny. Sag einfach was Dummes. Ossi! Das war dumm, siehst du? Hört mal, Kinder. Es war sehr lieb von euch, den ganzen Speicher auf den Kopf zu stellen. Aber das ist nun wirklich nicht das, was ich gesucht habe. Was soll das heißen, dass es nicht unbezahlbar ist? Ich fürchte, nein, Gonzo. Es ist nur ein alter Schokoladentaler. Ja, wenigstens haben wir ein paar alte Briefmarken gefunden. Das heißt, wenn wir sie behalten dürfen, natürlich. Ja, sowas, Guter. Du hast sie gefunden. Sammelst du denn auch Briefmarken, Nanny? Die Briefmarken meine ich nicht, Fossi. Es geht um die alten Fotos hier. Sie habe ich gesucht. Das sind meine Babybilder. Ich habe sie seit Jahren nicht gesehen. Was? Babybilder? Und wir dachten, du hättest einen Schatz gesucht. Sie sind ein Schatz. Für mich jedenfalls. Wenn die Bilder schon ein Schatz sein sollen, dann müssen die hier ja eine Milliarde Dollar wert sein. Entschuldige, Gonzo, aber das sind ja Bilder von moi. Ich hüte sie seit Jahren wie meinen Augapfel. Nachdem du nun weißt, dass ich ein so wohlhabender Spinner bin, wirst du wahrscheinlich mein Liebchen werden wollen, stimmt's? Gonzo! Denk drüber nach. Lass dir ruhig Zeit. Piggy, Piggy!